Willkommen zu Minecraft. Tschüss. Herzlich willkommen zu Minecraft. Dann gucken wir mal, ob wir. Ich vermute mal nicht, dass wir uns jetzt legen können. Oh, doch. Dann sind hier in der Gegend, wo unser Bett ist, halt gerade nicht so viele Monster. So, auf unserem Dach hocken. Hockt ein Skelett herum. So, da ist was verpufft. Und da auch. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier hinten jetzt mal die Erde weghauen. So. Und dann können wir die ja schon wieder verwerten, indem wir das halt da einbringen in den Boden, weil wir müssen ja hier noch einmal ein wenig Stein rausfrickeln. Und da muss dann Erde hin, weil es soll ja ringsrum und um das Haus herum Wiese sein, und wir wollen ja auch hier unsere Weiden hinsetzen. Ja, und da können wir natürlich hier diese Erde schon mal recht gut gebrauchen. Dann sammeln wir die schnell mal ein. Kann man das schon mal zumachen? Nehmen wir auch gleich mal hier das bisschen mit. So, und weiter geht's. Na, komm. Bin mal gespannt, ob wir noch eine Schaufel machen müssen oder ob wir es schaffen, mit dieser Schaufel hier die ganze restliche Erde noch wegzuhauen. Da könnte sein, dass wir es, ja, müsste eigentlich ausreichen. Ist ja noch nicht im ganz roten Bereich. Ha. Dich habe ich nicht eingeladen, Monsieur. So. Ein ungebetener Gast. Einweihungsparty gibt's später. Wir sind voll. Tatsächlich. So, stopfen wir hier dann schon mal Erde hin. So, ups. Dann haben wir schon mal ein Teil Erde hier hingekarrt. So, und nächste Erde. Dann können wir auf jeden Fall auch noch etwas Stein wegtun. So. Dann holen wir uns jetzt hier die Erde, die brauchen wir ja. So. Und dann natürlich hier die Kohle rausgeholt, ist ja klar. Ah, wir müssen es sowieso wegmachen, weil ja auch hier nun mal Erde hinkommt. So. Im unteren Bereich können wir ja hier durchaus Stein setzen. Aber hier müssen wir ja Erde hinklatschen. So, dann holen wir als nächstes die. So.
Okay. Wie gesagt, da können wir dann die Erde rein, Stein reinsetzen. So, und ups, da setzen, nein, nicht dahin. So, weg damit. Und du kommst auch weg. Jetzt noch hier die rausgepult. So, und Erde natürlich hin. So, wie viel Erde haben wir noch? Ein Deck und wir holen uns jetzt auch hier die Erde. So. 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 Müssen wir weiter rauskloppen. So, und hoppala. So. Und die nächste. Bitte schön. So. So und her damit. Dann können wir höchstwahrscheinlich jetzt hier das mitnehmen. Jawohl. Und ja, ist zwar nicht so ganz spannend. So, ich will jetzt erstmal nur noch die Erde hier loswerden. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich mal wieder etwas runter in unsere Mine gehen. In der Hoffnung, dass wir da okay, da ist unser Keller. Ups. So, dann das kann ich aber wegmachen. So. Und noch ein. Und jetzt können wir hier den Stein mitnehmen. So, und den Kies können wir auch eben hier noch einsacken. Für den haben wir ja noch Platz. So. Gut. Ja, der Platz müsste eigentlich gut ausreichen für unsere Farmen, sag ich mal. So, dann. Ich könnte natürlich auch mal hier die Hütte weiterbauen. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen mehr gebrannten Stein und Holz. Naja, hier haben wir ja Ofen. Erstmal gucken, was haben wir? Das ist Fichte. Ja, da könnten wir dann hier halt, wir können ja auch noch setzen. Haben wir hier
die könnten wir eigentlich dann mal brennen. So, Steine. So, dann packen wir mal die Steine hier alle rein. So. Okay. So, und der geht hier rein. Und der, beziehungsweise die hier. Okay. Erde haben wir auch noch etwas. Das ist leer, das ist auch leer. So, da haben wir Steinziegel. Ja gut, dann haben wir da schon mal einen ganzen Schwung. Kommen die noch mit hier rein? Wir brauchen unbedingt wirklich. Haben gut Platz noch. So, dann können wir die hier reintun. Und dann zack, zack. Und zack. Das. So. Dann Samen. Und dann nehmen wir, Eiche so viel. Nehmen wir mal hier die mit, dann pflanzen wir mal. Oh, es ist ja dunkel. Okay. Okay, dann ein bisschen schlafen. Dann pflanzen wir jetzt hier mal ein Birkenwäldchen an. Dann nehme ich nämlich jetzt einfach Birkenholz. So. Das Angenehme an Birken ist, dass die ja nicht so riesengroß werden können wie die Eichenbäume. So, dann nehmen wir hier das Holz. Dankeschön. Blödmann. Das ist aber gar nicht nett. Jetzt können wir hier wieder so, dann machen wir hier unten jetzt Stein rein. So. Und dann tragen wir hier halt, wollten wir ja sowieso, so, okay, dann füllen wir jetzt hier eben schnell das Creeperloch. So, und setzen hier zwei wieder hin. So, da ist auch schon das erste Bäumchen gewachsen. So, sehr gut. Ups. Bam, bam. So, dann holen wir uns eben Birkenholz. So, so.
Jetzt müssen wir gucken, wo machen wir das denn am besten hin? So, dann würde ich sagen, weil hier Eiche ist, dann machen wir auch hier dementsprechend paar Treppen. So. Ja. Wo tun wir die dann jetzt hin? Könnten sie ja eigentlich hier nach oben führen lassen. So. So, pop. Patsch. So. Ups. Komm. So. Und hopp. Zack. Und ja, da können wir dann auch schon wieder zumachen. Das brauchen wir dann nicht. Weil wir sind ja jetzt oben. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal so. So. Okidokli. Und dann kommen jetzt die hier. 1, 2, 3, 4. Patsch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Erstmal das Grundgestell halt machen. Zwei, eins, zwei, drei, vier. 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 Ja, haben wir ja dann bald. Kriegen wir auf jeden Fall dann hin. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. So, wir könnten ja zu irgendeiner Richtung oder zu zwei Richtungen vielleicht so kleine Balkons machen. Zum Beispiel hier könnten wir einen kleinen Balkon hinkloppen. Und entweder da drüben. Oder hier Richtung Weiden, dass man die Weiden etwas beobachten kann. Ja, ich glaube, das würde ich eher tun. So, das heißt, wir machen jetzt daraus Holzbretter. So. Ups, ist halt nur die Frage, wie groß halten wir es? Und
vor allen Dingen, wie soll sie aussehen? Alles Fragen. So, da kommt natürlich dann noch Zaun drumherum, ist ja klar, weil sonst würde man ja runterplumpsen. So. Upsala. Du musst wieder weg. So, ich glaube, das würde als, wenn da ist, 6. Nee, da muss noch eine ran, eine Reihe. So. Oh, ich will keinen Baufusch. Fusch am Bau gibt's nicht. So. Das heißt, hier wäre Zaun. Und das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da muss noch eine Reihe ran. So. So. Wenn nämlich dann hier ist, Zaun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Naja, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, könnte sogar doch kürzer sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zaun. Dann kann der doch weg. Aber so ist das halt immer. So. Dann ist nur die Frage, machen wir Birkenzaun oder machen wir was anderes? Wir haben ja auch noch Akazie. So, und ich würde sagen, dann würden wir auch hier drunter dementsprechend es hübsch für uns gestalten. Wie wir das machen, gucken wir dann noch. Ja, dann gehe ich erstmal wieder hier rein, weil ich muss leider, leider den Part schon wieder beenden. Also, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es auch, wenn du mich im nächsten Part begleiten würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.